guilty foul. Guilty foul. Das ist der Sender für die intelligenten Leute. Guilty foul. Yeah, 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 yeah. Guilty foul. Oh, guilty foul. Hallo und guten Morgen. Heute wieder auf unserem Kanal GeoTV. Wieder einmal zum Thema Sucht und Abhängigkeit. Heute begrüße ich hier bei uns oder bei mir im Studio den Suchtexperten Franz Huber. Franz Huber wird uns heute einige Fragen zum Thema Co-Abhängigkeit beantworten und Rede und Antwort stehen. Co-Abhängigkeit ist ja ein weit verbreitetes Thema und wird absolut unterschätzt. Dazu begrüße ich nun Franz Huber bei mir im Studio. Hallo Franz Huber. Ja, vielen Dank, Herr Sixt, natürlich auch von meiner Seite. Herzliche Grüße an die Zuseher, an den Kanälen. Ich freue mich natürlich, über dieses sehr, sehr brisante Thema mit Ihnen sprechen zu können. Co-Abhängige, wir werden Sie heute in weiterer Folge meist mit der Abkürzung Co oder Cos nennen, sind also Menschen, welche von Verhaltensweisen eines süchtigen Menschen, zum Beispiel eines Alkoholikers, abhängig sind, Herr Huber. Ja, natürlich, Herr Huber. Herr Huber, sind Cos also mehr oder weniger abhängig von einem oder mehreren Verhaltensweisen? Ja, genau, nämlich dem Verhalten, das sich der süchtigen Person gegenüber an den Tag legen. Okay, gibt es dazu ein Beispiel? Können Sie uns dazu ein Beispiel bringen? Der Süchtige kümmert sich kaum um seine Angelegenheiten. Der Co-Abhängige räumt ihm alles hinterher, geht für ihn auf irgendwelche Ämter, Institutionen. Er übernimmt für den Süchtigen die Verantwortung in allen Belangen und in allen Bereichen. Indem er ihm alles irgendwie abnimmt, der Co. ruft beim Arbeitgeber an und entschuldigt den Süchtigen wegen irgendwelcher fadenscheinigen Gründe, die eigentlich nicht stimmen. In Wahrheit kann der Süchtige halt nicht in die Arbeit gehen, weil er halt wieder mal das Wochenende durchgetrunken hat und Montag, vielleicht auch noch Dienstag, einfach blau machen muss, weil er körperlich in einem sehr schlechten Zustand ist. Aha! Das heißt jetzt, der Co. ist quasi gezwungen, das alles für den Süchtigen zu tun. Ist mehr oder weniger auch ein Zwang. Wenn er das nicht tun könnte, hätte der Co. dann auch Entzugserscheinungen, wie zum Beispiel ein Alkoholiker oder ein Spielsüchtiger? Ja, das hätte er. Zwar ist keine Entzugserscheinungen, die vom Entzug eines Suchtmittels kämen, sondern halt Entzugserscheinungen, die vom Entzug des fehlenden zwanghaften Verhaltens herkommen. Der Co. würde sich einfach nicht wohlfühlen, wenn er das nicht tun könnte, was er zwanghaft tun müsste. Er würde sehr unruhig werden, würde sich Sorgen ohne Ende machen, er würde nicht schlafen können. Er würde sich und seine Gedanken würde sich ständig um den Süchtigen drehen. Er würde sich permanent Sorgen machen. Der Co. würde sich einfach gesamtheitlich sehr unwohl fühlen. Und wäre wohl mit einer Menge unguter Gefühle wie Angst, auch Hass, Wut und vielleicht auch Trauer konfrontiert, wenn er dieses auch zulassen könnte. Ah, das ist ja spannend, Herr Huber. Weshalb wird denn dann jemand co-abhängig? Können Sie das genauer ausführen? Naja, das ist ähnlich wie bei den Verhaltenssüchten, Herr Huber. Man kann davon ausgehen, dass in den meisten Fällen eben eine psychische Dissonanz vorherrschend war. Sagen wir einfach ausgedrückt, der Co. litt meist schon vorher unter einer gewissen psychischen Instabilität, dessen Ursachen natürlich äußerst vielfältig sein können. Das kann man natürlich jetzt nicht so pauschal einfach so daher sagen. Natürlich spielt es auch eine Rolle, in welchem sozialen Umfeld der Co. aufgewachsen ist. Das ist natürlich ganz klar. Welches Rollenbild da über Beziehungspartner vorherrscht in den Familien. Meist werden die Frauen ja dazu erzogen, immer noch in gewisser Art und Weise
für den Partner da zu sein, für den Partner zu sorgen, alles für den Partner zu geben. Das ist so die vorherrschende Beziehungsrolle. Und genau solche Leute, die in solchen vorherrschenden Beziehungsmustern aufwachsen, die haben natürlich ein Muster: Ich muss für meinen Gatten, ich muss für meinen Mann alles tun, ich muss die Verantwortung übernehmen, ich muss dieses und jenes tun, ich muss immer schauen, dass es ihnen rundum gut geht. Und in extremer Form geht es dann eben bis zur Co-Abhängigkeit. Leider Gottes eben auch. Ja, und über dieses permanente, um sich um jemanden zu kümmern, dass eben die Co-Abhängigkeit, dass eben die Co-Abhängigen in den Familien eben auch gelernt haben, sind sie gewohnt, sich über dieses, sich für jemand anderen zu kümmern, zu sorgen, sich einzusetzen, um eben die notwendigen Streicheleinheiten zu bekommen, das ja grundsätzlich ja auch ein jeder Mensch braucht, dass man ihm sagt, dass es wichtig ist, dass er da ist, dass er sich gut fühlt, dass er so seinen Selbstwert stärkt. Und das Krankhafte ist halt, dass Co-Abhängige sich das ständig und permanent über die Hilfe, die sie glauben zu geben, immer wieder holen wollen. Nur irgendwann merken sie einfach, dass sie auch keine Danke und kein Dankeschön mehr dafür bekommen. Und das ist eben auch dann das Krankmachende an der ganzen Sache. Es kann auch nicht funktionieren, weil natürlich ein großer Teil des Selbstwertes und des Selbstgefühles von jemandem aus sich innen herauskommen sollte und nicht permanent von jemand von außen hineingetragen werden kann. Ja, wieso gerade abhängig von einem Süchtigen? Naja, weil dieser durch seine Sucht genau diese Merkmale eben hat, wie Verantwortungslosigkeit, Passivität, eine ganz typische Opferrolle ausspielend, ganz große, nach außen getragene Hilfsbedürftigkeit. Ja, und weil es eben, wie schon ausgeführt, in der Ursprungsfamilie genau so vorgelebt wurde. Ja, wenn ich in einem Suchthaushalt aufwachse, dann sehe ich natürlich auch da genau diese Beziehungsmuster eben genau wieder und ich lerne sie halt auch direkt so. Kann man auch von nicht süchtigen Menschen co-abhängig werden, Herr Huber? Naja, an und für sich nicht. Auch wenn die Verhaltensweisen, wie gerade eben beschrieben, nicht nur auf suchtkranke Personen zutreffen müssen, das ist auch klar, wobei man eben nicht von einer Co-Abhängigkeit sprechen kann, da ja die Bezugsperson zum Co-Abhängigen ja in dem Falle nicht süchtig ist und keine Sucht hat. Den Fall, wenn Menschen hier übertrieben in eine Hilfsfunktion hineinkommen, kann man eventuell in die Richtung von Beziehungsabhängigkeit, von Zwängen sprechen. Sehr interessant. Wie wirkt sich diese Co-Abhängigkeit nun mal auf den Süchtigen aus und überhaupt auf die gesamte Situation? Ja, der Co hat fürs erste Mal die Absicht natürlich zu helfen, das ist mal ganz klar und auch ehrenwert. Er möchte helfen bei denjenigen, die jetzt da keine psychische Dissonanz aufweisen oder so, die schlittern auch hinein. Ganz langsam eine Entwicklung, die sich da vollzieht. Natürlich werden auch da die ersten Verhaltensfehler bald einmal gemacht, weil auch da Scham und ein logisches Autonomiebedürfnis des Menschen einmal verhindern, dass man sich sehr früh schon um Hilfe und Unterstützung bemüht und sich auch als Betroffener eben sobald wie möglich gut abgrenzt und sich nicht in das Ganze hinein verstricken lässt. Das ist ja das Problem, dieser Wunsch, autonom zu sein, die Dinge für sich zu regeln, der Versuch, einem Süchtigen eben zu helfen, das ist halt in dem Bereich mit Sucht und Abhängigkeit kaum möglich. Und das ist eben auch genau diese Spirale, in die man sich hineindreht. Man verwickelt sich leider Gottes immer mehr mit der Sucht, mit der Abhängigkeit und ist dann Teil dieses
Suchtsystems. Und das ist eben das Fatale an Co-Abhängigkeit. Wie meinen Sie das genau? Bitte um eine genauere Information diesbezüglich. Ja, wenn einem betroffenen Angehörigen auffällt, dass der Partner in letzter Zeit einfach mehr trinkt als normal und sonst, da sollte man schon hinschauen, aber das tun die wenigsten nicht. Es tritt anfänglich immer eher so ein Verdrängungsmechanismus ein. Das wird schon nicht so schlimm sein, vielleicht ist gerade mal so eine Phase, so werden die Dinge gerechtfertigt und erklärt. Also ein gewisser Realitätsverlust, der auch irgendwann damit einsetzt. Ja, in weiterer Folge erhöht sich die Wachsamkeit und das zwanghafte Verhalten, es zu kontrollieren, des Co-Abhängigen, ist ein ganz ein typisches Muster. Dabei wird man immer misstrauischer, das Vertrauen schwindet mehr und mehr. Ja, die Bedürfnisse des Süchtigen werden versucht permanent zu befriedigen. Die eigenen Bedürfnisse bleiben, das ist natürlich auch eben auch das Fatale an der Sache, bleiben komplett auf der Strecke. Ja, Ängstlichkeit kommt immer mehr ins Spiel. Man macht sich immer mehr Sorgen um den Süchtigen. Man kann nicht mehr schlafen, wie schon beschrieben. Es dreht sich einfach nur mehr alles um den Süchtigen. Man kann kein Auge mehr zu machen. Man muss sich permanent an den Süchtigen erinnern und kann sich nicht mehr abgrenzen. Es ist nicht mehr möglich, sich auf sich selber und die eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren. Ja, und so schlittert man halt peu à peu, langsam, Stück für Stück in eine eigene Co-Abhängigkeit hinein. Und dieser Zustand, der ja sich über eine längere Zeit hinzieht, bedeutet natürlich chronischen Stress für den Co-Abhängigen, für den Menschen. Und im Versuch, dieses eben auszugleichen, zu kompensieren, das ja auf die Dauer nicht gelingen kann, weil ich ja ständig gegen ein krankes System ankämpfen möchte. Ja, das gelingt einfach nicht. Und wenn es mir nicht gelingt, das Ganze wirklich zu unterbrechen, wird es mehr oder weniger in einem Kollaps enden. Traurig, aber wahr. Ah, das hört sich ja alles nicht sehr angenehm an. Das ist es auch nicht, Herr Huber. Aus meiner Sicht wird diese Form der Abhängigkeit massiv unterschätzt und das Augenmerk eben immer oder meist auf den Süchtigen gelenkt. An dem liegt es dann ja auch, meint man. Ja? Der Süchtige muss sich ändern. Natürlich muss der was ändern. Aber es ist das System alleine nicht geheilt, nur wenn sich der Süchtige ändert. Es hilft nichts, wenn der Co-Abhängige sein Verhalten nicht ändert. Ja? Und man glaubt aber leider Gottes immer noch, wenn sich der Süchtige ändert, dann ist alles gut. Ja, und dieser Glaube erhöht natürlich eine Erwartungshaltung an den Süchtigen, an den Co-Abhängigen, an das System, und das macht natürlich eine Menge Druck für alle Beteiligten, und dieser wiederum löst Stress aus, und Stress, zu hoher Stress, ist eigentlich nie eine gute Lösung. Wie soll das Ihrer Meinung nach aussehen, Herr Huber, mehr Augenmerk auf die Co-Abhängigkeit zu legen? Naja, generell muss die Thematik einfach bewusst gemacht werden. Ich denke, viele Menschen sind so fokussiert auf den Süchtigen als einzigen Aggressor, man verzeihe mir bitte diesen Ausdruck, dass sie nie auf die Idee kämen, dass es auch mit ihnen, mit den Co-Abhängigen und mit Beteiligten zu tun haben kann. Aufklärung, Information und das Bewusstsein für die eigene Co-Problematik zu schaffen und gleichzeitig Lösungsmöglichkeiten anbieten, wäre sehr, sehr wichtig. Ja, sehr interessant. Aber wie können solche Lösungsmöglichkeiten denn bitte aussehen? Das ist doch alles nicht so einfach. Grundsätzlich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass genau der Versuch, immer den Süchtigen zu ändern, zu kontrollieren, zu drohen ohne die nötigen Konsequenzen, dass das dieses System, den Strick sozusagen, die Problematik immer weiter zudreht. Bewusstsein dafür, dass der Schlüssel zum Erfolg
im Erkennen der eigenen Co-Problematik, dem Auseinanderhalten, dass ich lerne, auseinanderzuhalten, einen süchtigen Menschen, dass ich den Menschen dahinter sehe und den Suchtcharakter, dass ich das trennen kann, ja, und dadurch eben selber entscheiden kann, mit wem ich es jetzt gerade zu tun habe. Ja, wenn ich gerade mit dem Partner, der Alkoholiker ist und schwerst betrunken ist, dann habe ich natürlich keine Chance, hier mit dem Menschen, der dahinter steht, zu sprechen. Ich spreche dann immer mit der Suchtpersönlichkeit in dem Fall. Und das muss ich erkennen. Das muss ich einfach erkennen. Und hier könnte eine mögliche Gesprächsbasis, eine Aussage des Co.s einfach mal sein an den Süchtigen. Du bist heute sehr stark angetrunken und in einem sehr stark angetrunkenen Zustand. Die Erfahrung zeigt, dass in dem Zustand es keinen Sinn macht, mit mir, mit dir über etwas zu reden oder irgendwelche Eingeständnisse abzuverlangen oder Vereinbarungen zu machen. Erst wenn du wieder nüchtern bist und das vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum, dann können wir über alle Dinge, die dich und uns und unsere Beziehung betreffen, sprechen. Und das wäre mir auch ein großes Anliegen, dass wir das so machen könnten. Aber nur, wenn du einfach wieder nüchtern bist. Jetzt in dem angetrunkenen Zustand hat es keinen Sinn. Ja, so könnte eben mal eine Ansage, eine Aussage eines Co-Abhängigen eben lauten, dass er auseinander kennt, spreche ich jetzt mit dem Süchtigen, mit dem Suchtcharakter oder spreche ich mit dem Menschen dahinter. Der Suchtcharakter wird sich immer verteidigen, wird sich immer rechtfertigen, wird immer irgendwelche Ausreden und Ausflüchte finden. Es hat keinen Sinn und das macht das Ganze ja so schwierig. Es ist für den Co-Abhängigen, wie wenn er permanent gegen eine Mauer rennen würde. Man muss es einfach nur verstehen, das auseinanderzuhalten. Naja, wenn jetzt der Co. jedoch selber eine psychische Vorbelastung hat, so wie Sie das vorher mal ausgedrückt haben, und der ja sehr instabil ist, wie kann es dem dann gelingen, sich da in so einer Situation mit dem Süchtigen durchzusetzen? Es ist natürlich schwierig, keine Frage, Herr Huber. Ein wichtiger Teil ist, dass sich einfach einzugestehen, dass ich das alleine nicht schaffen kann. Für einen Menschen mit einer mittelgradigen Persönlichkeitsstörung ist das vielleicht noch viel, viel schwieriger, weil da möglicherweise ein Beziehungsmuster ja eben schon beim Co-Abhängigen gestört ist. Zum Beispiel kein Vertrauen zu haben in andere Menschen, aus welchen Gründen auch immer. Große Ängste des Co-Abhängigen, ein überhängendes Schamgefühl, Schuldgefühle, die noch dazukommen. In so einem Falle ist es immens wichtig, dass Personen, wenn das Personen eben von außen auffällt, dass da was nicht passt, eine Suchtperson, die sich immer mehr in die Situation verstrickt. Wenn Menschen von außen das merken, dann sollten die versuchen, auf die Menschen einzuwirken, denen diese Dinge klar zu machen, insofern diese Menschen von außen nicht selber auch co-abhängig agieren, natürlich nur. Also Unterstützung holen, die einen bei den oben genannten Schritten quasi unterstützt, ist auch sehr interessant. Es hört sich alles extrem komplex und sehr verstrickt an in diesem ganzen System von Co-Abhängigkeit und Sucht. Ja, ist es auch, weil eben nicht nur eine Person unter Suchtmittel oder Verhalten involviert ist, sondern zwei Personen, die quasi in abhängiger Verbindung zueinander stehen, Herr Huber. Plus der Verbindung des Süchtigen und zum Suchtauslöser. Und das bringt ja natürlich eine ganz andere Dynamik mit hinein. Es braucht mehr oder weniger doppelte und dreifache Aufmerksamkeit, weil ja jede Veränderung des einen Auswirkungen auf den anderen und das Gesamtsystem also einfach hat. Zum Abschluss, Herr Huber, möchte ich noch die Kinder, die ja in solchen Systemen ja aufwachsen, mit hineinbringen. Wäre doch ganz gut, wenn wir uns das mal auch anschauen, weil die leiden ja wahrscheinlich auch sehr darunter. Wie wirkt sich denn das auf die Kinder aus, wenn in einer Familie Sucht und oder Co-Abhängigkeit den Alltag
bestimmen und prägen. Ja, Herr Huber, es ist natürlich einmal von der Stärke der Sucht und der Dauer dieses ganzen Dramas abhängig. Hängt davon ab, ob es Bezugspersonen gibt, auf die Kinder ausweichen können. Umso abgegrenzter und gesünder diese Bezugspersonen agieren, umso besser natürlich für die Kinder und deren Entwicklung. Ja, es können sich grundsätzlich 4 verschiedene Typen von Kindern entwickeln, möchte ich Ihnen noch zum Abschluss gerne vorstellen. Der erste Typus, das Familien- oder der Familienheld, sorgt für Freude und Stolz in der Familie. Er wirkt sehr kompetent, überverantwortlich, übernimmt sehr, sehr viel Verantwortung in der Familie, die eigentlich die Eltern übernehmen sollten, scheint nach außen hin einfach keine Probleme zu haben und träumt davon, und das entwickelt sich ebenso davon, die Familie zu retten. Ein sehr zwanghafter Charakter. Und diese können sich auch sehr schlecht entspannen und haben wenig Spaß, weil sie permanent und ständig mit der Rettung und mit der Hilfeleistung in ihrer Familie zu tun haben. Sie neigen auf die Dauer auf überfordernden Perfektionismus. Der zweite Typus, der Sündenbock. Er erlangt permanent durch sein Verhalten negative Aufmerksamkeit, bereitet der Familie noch mehr Probleme, und diese Probleme, dieses Sündenbock-Typus, lenken natürlich auch von der Sucht-Thematik in der Familie ab. Er erträgt sehr viel Schmerz, viel Einsamkeit und permanent das Gefühl, zurückgewiesen zu werden. Der Typus 3, das verlorene Kind in solchen Suchtfamilien, die scheinen keine Aufmerksamkeit zu brauchen, haben eben ein sehr apathisches Abwehrverhalten, reagieren auf nichts und auch kaum irgendwie. Sie sind sehr schüchtern und ruhig eben und nutzen diese Isolation, um Konflikte in der Familie, die ja da sind, zu vermeiden. Große Einsamkeit und hat auf die Dauer Probleme, Beziehungen einzugehen. Eine sehr ausgeprägte Selbstwertproblematik. Ja, das ist das Fatale, gerade auch bei Kindern, die sehr, sehr ruhig sind. Auf die gibt man meistens auch noch wesentlich weniger ein, weil das stört ja nicht, wenn jemand ruhig ist. Anders ist das bei einem anderen Kind, beim Sündenbockkind eben, das sich permanent zeigt mit seiner Lautstärke. Ja, und der letzte Typus, nennt man das Maskottchen. Also dieses Maskottchen spielt einfach sehr gern und ständig einen Clown, ist meist hyperaktiv. Und hinter dessen lauten und hyperaktiven und über- und aberwitzigen Fassade verbirgt sich halt einfach auch sehr viel Angst, sehr viel Unzulänglichkeit und sehr viel Bedeutungslosigkeit, Schuld und Einsamkeit dieses Kindes. Wenn jemand natürlich immer nur witzig und lustig ist, wird er auf die Dauer auch nicht mehr ernst genommen, hat keine Freunde oder wenige und kann emotional einfach nicht erwachsen werden. Ja. Das zu den Ausprägungen von Kindern in suchtabhängigen Familien, noch mit zusätzlich großer Co-Abhängigkeitsthematik. Ja, lieber Herr Huber, das wäre es dann gewesen von meiner Seite auch. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Einladung und kann auch nur sagen, es ist sehr, sehr wichtig, das Thema der Co-Abhängigkeit in die Gesellschaft viel mehr zu bringen. Sie wird einfach kaum gesehen, sehr, sehr unterschätzt. Weil es natürlich auch schwierig ist, jemandem zu sagen, hallo, Sie helfen, Sie setzen sich ein, Sie lieben Ihren Mann oder Ihre Frau, aber die Hilfe, die Sie ihm angedeihen, ist genau die verkehrte und die falsche, und da macht man sich möglicherweise auch selber zum Sündenbock, und deshalb vermeiden es auch viele, auf diese Aufmerksamkeit aufmerksam zu machen. Gut, in dem Sinne, ich bedanke mich auch, Herr Huber, für die Einladung und auf Wiedersehen. Okay, Herr Huber, ich bedanke mich für diese wundervollen und denke doch sehr, sehr informativen Aussagen.
weil ich auch der Meinung bin, dass Co-Abhängigkeit eine sehr, sehr unterdrückte Angelegenheit ist und auf die eigentlich kaum jemand schaut, weil Co-Abhängigkeit in sehr, sehr vielen Bereichen stattfinden kann. Das fängt an von den nächsten Familienangehörigen, Ehegatte, Kinder bis hin zu Freunden, Bekannten, kann sich weiterentwickeln in normalen sozialen Peergruppen, in Vereinen und sogar in Institutionen und auch einschlägigen Hilfsorganisationen ist und kann Co-Abhängigkeit eine weit verbreitete Angelegenheit sein. Darum ist es ganz, ganz wichtig, auch das in die Gesellschaft zu bringen, denn Co-Abhängigkeit ist, wie wir jetzt erfahren haben, eine ganz eigenständige und ganz eigene Abhängigkeit, die auch in den meisten Fällen oder eigentlich immer auch behandelt werden sollte. In diesem Sinne bedanke ich mich noch für Ihr Interesse wieder zu diesem Thema Abhängigkeit und Sucht, zum Thema Co-Abhängigkeit. Ich freue mich, wenn Sie GeoTV mir einen Like auf dieses Video geben und wenn Sie möchten, bitte gerne abonnieren. Unten haben Sie die Möglichkeit dazu. Sie bekommen dann immer die neuesten Informationen zu den Videos, zu den Themen in GeoTV. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen und herzlichen Tag. Auf Wiedersehen. Baba.